Rummenigge gegen Hansen. Schön gemacht. Wiedermeier aufgelegt. Und die zweite, die dritte große Möglichkeit. Diesmal für Paul Breitner. Das Selbstbewusstsein der Bayern wächst erkennbar von Minute zu Minute. Ihre Abwehr spielt sicher und aggressiv. Hat den Gegner meistens unter Kontrolle. Noch 3 Minuten bis zur Pause. Und die Möglichkeit. Sorglich. Gebremst von Weiner. Noch eine. Und die sicherlich größte Tormöglichkeit für Liverpool. Letztlich bereinigt von Klaus Augenthaler. Während hier noch die Wiederholung läuft, ist der Ball schon wieder im Spiel. Und hinter das Tor. Missverständnis, die Bayern-Spitzen orientierten sich zur Mittellinie hin. Halbzeitpfiff von Schiedsrichter Wojciech Christoph. Sicherlich kein großes, aber ein spannendes und mit etlichen Torszenen garniertes Spiel. 0:0 bei inzwischen wieder strömendem Regen hier in Liverpool zwischen dem FC Liverpool und dem FC Bayern München nach 45 Minuten. Wir melden uns dann mit Beginn der zweiten Halbzeit wieder fürs Erste zurück nach Deutschland. Bis jetzt hat er es geschafft. Oh, Jung hat es daneben und Kraus auf der Linie und abgepfiffen vom Schiedsrichter Christoph. Schön gemacht von Rummenigge. 3 Münchner. Schuss, Clement. Augenthaler wieder mal mit vorne. Abseits. Ja, wäre Augenthaler da allein gegangen, wäre vielleicht alles klar gewesen. Aber der Ball springt ihm ein bisschen weit weg. Breitner ist näher dran, aber im Abseits. Aus dieser Position nicht zu erkennen, aber zweifellos richtig. Lee. Schön gemacht. Gute Aktion von Ian Rush. Es war sicherlich kein großes Spiel, aber ein Spiel voller Spannung und Dramatik mit einer bravourösen Leistung der Bayern-Abwehr bis in diese letzte Sekunde hinein. Da war faul gepfiffen an Junghans. Und ich glaube, man kann es jetzt sagen, Bayern holt zum zweiten Mal nach 1971 hier an der gefürchteten Anfield Road ein 0:0 und hat damit wirklich beste Chancen, das Rückspiel zu gewinnen. Dieses 0:0 wird von den Münchnern entsprechend bejubelt, basierend auf einer hervorragenden Abwehrleistung mit guten Konterchancen in der ersten Halbzeit. Für mein Gefühl ein durchaus verdientes Resultat und die ganz große Hürde auf dem Weg ins Finale scheint mir damit genommen zu sein. Mit diesen letzten Bildern aus Liverpool von der Anfield Road zurück nach Deutschland.